Was ich ganz besonders schlimm fand, war, sobald er alkoholisiert war, war er teilweise unausstehlich und auf Krawall gebürstet. Es gab eine Szene, die Gott sei Dank nicht gezeigt wurde. Aber ein bisschen Fremdschämen war das schon. Claudia und ich haben noch Kontakt. Wir telefonieren so ungefähr alle 14 Tage einmal kurz, wie es uns geht und schreiben uns per WhatsApp. Aber nicht so viel. Ich hätte die Claudia auch ganz gerne ohne dieses Format kennengelernt, da ich ja immer wissen wollte, wer hinter dieser Person steckt, Claudia Obert. Und ja, nun habe ich die Chance genutzt, an sie heranzukommen mit diesem Format. Claudia Obert ist wirklich schwer in Ordnung. Mit ihr kannst du wirklich viel Spaß haben, kannst lachen und ihre Schlagfertigkeit, ihren Humor, ich liebe es. Und deshalb finde ich, die Claudia ist auch eine wirklich tolle Frau. Der Eindruck, den man von der Claudia hat oder wie sie dargestellt wird, das kann ich so nicht bestätigen, denn alle sagen, die trinkt von morgens bis abends, ist Alkoholikerin. Das stimmt so gar nicht. Ich war mit ihr 8 Tage zusammen im Haus und na klar gab es das ein oder andere Gläschen mal. Vielleicht mal nachmittags ein halbes Glas und am frühen Abend und zum Abend. Und aber auch zwischendurch nicht alkoholische Getränke. Gab es auch. Also sie trinkt nicht nur Champagner. Das ist nicht ihre Hauptnahrungsquelle. Sie ist auch nicht den ganzen Tag besoffen, so wie es dargestellt wird. Das ist völliger Schwachsinn. Also, wie gesagt, das sind die Medien, so wird sie dargestellt und leider Gottes ist es so. Aber das kann ich nicht bestätigen. Nein. Ich halte Claudias Alkoholkonsum überhaupt nicht für bedenklich, denn so viel trinkt sie gar nicht, wie gesagt. Und da haben wir Männer an manchen Tagen im Haus durchaus mehr getrunken. Ich habe mit den ein oder anderen Bewohner, ich kann sie auch namentlich nennen, Toni, Claude, Kai und Nikolai, sehr, sehr guten Kontakt nach wie vor. Und das bleibt auch so. Da ist eine richtige Freundschaft zwischen uns entstanden. Und wir werden es auch, wenn die Corona-Geschichte vorbei ist, werden wir uns auch auf jeden Fall treffen. Ja, und ich bin auch total glücklich und happy, dass da auch Freundschaften entstanden sind. Wirklich richtige, gute Männerfreundschaften. Zu TM möchte ich nur kurz sagen, dass ich das sehr schade fand, sobald er alkoholisiert war. War er teilweise unausstehlich und auf Krawall gebürstet. Ja, und ich konnte das nicht verstehen, wie man so sein kann und die anderen Herren auch nicht. Und ja, damit hat er sich nicht wirklich beliebt gemacht bei uns. Er war auch überhaupt nicht gruppenfähig. Sehr, sehr eifersüchtig eigentlich auf alle, ganz speziell auf Toni. Ja, und er geht seinen Weg, wir gehen unseren Weg. Ja, der Toni. Toni ist wirklich ein ganz feiner Kerl. Ein italienischer Macho, Charmeur, Womanizer. Ja, er ist wirklich ein ganz feiner Kerl. Ein richtiger Freund geworden. Und man kann sehr viel Spaß mit ihm haben. Er ist total humorvoll. Hat immer einen Spruch auf der Lippe und kann auch sehr gut kochen übrigens. Ich werde ihn auch unbedingt noch besuchen in seinem Spaghetti and Stars in Düsseldorf, in seinem Restaurant. Und vielleicht mit den anderen Jungs zusammen. Und ja, ich bin total stolz, dass ich ihn kennenlernen durfte und wir miteinander befreundet sind. Wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Freundschaft geschlossen. Was ich ganz besonders schlimm fand, war die Szene oder die Challenge mit dem Auspeitschen. Ha. Also, ich hatte wirklich lange, lange mit mir gerungen und auch wirklich erst überlegt, mache ich diese Challenge oder mache ich sie nicht?
ihr wisst welche. Und dass ich mir dann auch auspeitschen lassen muss, das war echt nicht wirklich angenehm. Zumal der Claude auch richtig schön ausgeholt hat, dass ich ca. 1-2 Stunden nicht sitzen konnte. Ja, da war ich auch ganz schön sauer anfangs, aber ich habe ihm verziehen und aber es war für mich, mich da so hinzustellen vor die Kameras mit einem nackten Hintern, das war schon für mich, ja, ich hätte gerne eine andere Challenge gehabt. Ja, aber ich habe es gemacht, ich habe es fürs Fernsehen gemacht, ich habe es für Claudia gemacht, weil ich aber auch nicht, weil ich halt nicht kneifen wollte und ich habe Eier in der Hose, ich habe gesagt, ich bin ein Kerl und jetzt zeigst du, dass du das bringst und dass du das machst. Aber ein bisschen Fremdschämen war das schon. Mein persönliches Highlight, das war ganz klar das Erreichen des Finales. Weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, es war ein tolles Gefühl und es war eine wahnsinnige Anspannung. Ein Auf und Ab von Gefühlen, unbeschreiblich. So die letzten 2-3 Stunden, als ich warten musste, dass wir rausgehen sollen. Die Fackeln aufgebaut, da stand die Claudia. Sie hat sich entschieden. Das war das Highlight, mein persönliches Highlight. Gab es einen Skandal oder Drama? Es gab eine Szene, die Gott sei Dank nicht gezeigt wurde. Oder besser gesagt, rausgeschnitten wurde. Das war an dem Abend, als ich etwas betrunkener war. Man erinnert sich daran. Wir saßen zu dritt im Jacuzzi. Danach habe ich mich dann draußen auf die Liege gelegt, auf dieses große Bett. Und war dann schon ziemlich angetrunken. Und hab dann die Claudia-Nacht gespielt und mich wie ein König auf diesen Bett gelegt und habe gesagt zu dem TM und dem kleinen Mario, ihr Knechte, ihr Untertan, ihr Ameisen, bringt mir Wein. Und das haben die tatsächlich gemacht und ja, Gott sei Dank haben sie es nicht gezeigt. Es wäre sicherlich lustig gewesen, aber vielleicht auch ein Skandal, weil ich doch ziemlich betrunken war. Und das kann ich mal so aus dem Nähkästchen hier mal ein bisschen ausplaudern. Aber das behalten wir ja für uns, ne?